Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es um Darth Vane, dem Schöpfer der Dunkelheit. Dieses Video basiert auf dem gleichnamigen Buch des ersten Teils der Darth Vane Trilogie. Darth Vane, Schöpfer der Dunkelheit. Darth Vane, eigentlich heißt er Dessel, wurde auf dem Kortosis-Minenplaneten Apatros geboren. Er lernte seine Mutter nie kennen, aber hatte einen grausamen Vater, der ihn fast täglich bis zu seinem Tod schlug, da er ihn für seine gigantischen Schulden beim Minenkonzern Oro schuldig macht. Dies kam aber durch seinen Alkoholkonsum und sein Glücksspiel. Er arbeitete von Kindestagen an in der Mine und wegen der harten Arbeit und täglichen 10-Stunden-Schichten wurde er ein sehr starker Mann. Später spielte er das Kartenspiel Sabak, als ein republikanischer Trupp auf dem kleinen Planeten eintraf. Nach langem Spielen gewann er viel Geld gegen einen der Truppen. Der Republikaner war stark angetrunken und so rastete er aus. Später versuchte dieser, Dessel umzubringen, mit Hilfe von 2 anderen Republikanern. Dieser konnte aber mit Hilfe der Macht den Anführer der 3 töten. Er wusste, dass die Republikaner und Oro ihn nun suchen würden. So suchte er bei seinem Freund Großtick Hilfe. Dieser brachte ihn in die Armee des Sith-Imperiums, wo er zu einem guten Soldaten und bald zum Sergeant wurde und viele besondere Taten in der Schlacht vollbrachte. Bald wurde der Sith-Lord Lord Kopetz auf ihn aufmerksam und brachte ihn auf die Sith-Akademie auf Korriban, da er die Macht in ihm spürte. Er wurde viel trainiert, aber als er seinen Willen zu kämpfen verlor, wollte kein Meister ihn mehr ausbilden. Doch er trainierte mit der Ex-Jedi Giffeny und lernte viel durch das Archiv der Akademie und verehrte den bereits verstorbenen dunklen Lord Darth Revan. Er erkannte, dass Kahns Bruderschaft nicht der Weg der Sith ist und schmiedete Pläne, die Bruderschaft zu zerstören. Er wurde zu dem besten Schüler der Akademie und als er diese verließ, war er besser als die Meister. Nach 1000 Jahren war er der erste Sith, der den Titel Darth an sich nahm. Er flog zu einem System namens Lehon, in dem die Ra'kata vor 5000 Jahren eine Superwaffe errichtet hatten, die Sternenschmiede. Die Ra'kata waren eine uralte, bereits ausgelöschte Spezies, die einst die ganze Galaxis unterjochten und sehr machtsensitiv waren. Die dunkle Seite war sehr präsent an diesem Ort und als er auf der Planetenoberfläche landete, spürte er einen Summen der dunklen Seite innerhalb des Planeten. Er ging zu einem uralten Tempel, in dem er hoffte, sein letztes Puzzleteil für das Verständnis der dunklen Seite zu finden. Und nach langem Suchen fand er es. Ein uraltes Holocron. Als er es öffnete, sprach ihm eine Gestalt in dem Holocron an. Ich bin Darth Revan, dunkler Lord der Sith. Die Lehren dieses Holocrons übertrafen für ihn alles, was er in der Akademie gelernt hatte. Nun wusste er es. Er ist der Sifari. Wenn ihr nun wissen wollt, was der Sifari ist, klickt doch auf den Link in der Beschreibung. Hier erklärt Star Wars Stories ausführlich, was der Sifari ist. Bane erreichte nun sein volles Potenzial und war in der Lage, seinen ehemaligen Mentor Kasim zu töten. Und jetzt zur Gedankenbombe und der Regel der 2. Zwischen der Bruderschaft und den Jedi herrschte schon seit über einem Jahr ein Krieg auf dem Planeten Rusan. Darth Bane manipulierte den Anführer der Bruderschaft der Dunkelheit, Lord Kahn, so dass Lord Kahn nur eine übrige Lösung nach dem schier endlosen Kampf hatte. Die Gedankenbombe. Sie war ein uraltes Ritual der Sith und war eine mächtige Waffe. Nur mit der Macht erschufen sie eine Bombe, die alle machtsensitiven Wesen im Umfeld auslöschte. So starben sowohl viele Jedi als auch die Sith, bis auf Darth Bane. Nun konnte er seinen Plan vollends durchführen und die Regel der 2 erschaffen. 2 sollen es sein, nicht mehr, nicht weniger. Einer, der die Macht verkörpert und einer, der sie begehrt. So verschwanden die Sith ins Verborgene und galten für fast 1000 Jahre als ausgestorben. Die Sith gewannen an Stärke, bis die Pläne von Darth Plagueis und Darth Sidious erfolgreich wurden.
Das war nun auch schon das heutige Video um einen meiner Lieblings-Sith und zweifellos einen sehr interessanten Charakter, Darth Bane. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung und einen Kommentar freuen und checkt auf jeden Fall meine anderen Star Wars Videos ab. Bis bald und ciao.